Da ist noch ein Spawner, den ich gerne ausschalten möchte. So. Gucken wir erstmal hier unten. Einmal richtig durchkloppen. So, kommt einmal den Brummkreisel, gebe ich mir. So. Okay. Viel zu viele Spawner. Einmal durch die Spawner durchwaschen. Da drüben haben wir einen übersehen. Au. Und hier die Spawner ausschalten. Und mich fragen, wie man da drüben hinkommt. Sterbt. Und schon wieder so ein blaues Geschütz, was wir selber aktiviert haben. Au. Das ist gar nicht gut. Ups, wieder falschen Zauber aktiviert. So, Geld einsacken. Gibt nichts Wichtigeres als das. Ups. wo sind wir? Hier oben. Hier, wo ich gerade gestorben bin. Und dort sind Gegner, dort sind auch überall Gegner. Ja, ziemlich groß und weitläufig das Gebiet hier, muss ich echt zugeben. Ich will aber erstmal weiter hier unten lang gucken. Ah, hier sollte ich vorsichtiger sein. Weil die Dinger mich im Brand stecken. Ach nö, nicht schon wieder so ein Gefrierteil. Und dazu noch ein Stachelwürger. Sterbt, sterbt, sterbt. Ups. Okay, ich sehe es ein. Ich gucke lieber erstmal hier oben lang. Wow. Hier ist wieder viel zu viel Scheiß. Auf einem Haufen. Seht euch das an. Also ja, der letzte Akt ist wirklich heftig. Vor allem was die Heiler hier angeht. So. Weg mit den Giftmagiern. Ja. Anti-Mana-Banner. Noch ein Anti-Mana-Banner. Noch mehr von denen. Oh Mann, wo bin ich jetzt gelandet? In was für einer Ecke? In irgendeiner mit Geld? Worüber ich mich nicht beschwere. Und hier oben... Autsch. Wie hat mich das jetzt so schnell getötet? Au. Au. Wo bin ich mir... Wo habe ich mich jetzt bitte schön wieder reingeritten? So. Geld. Uah, also schaut euch das an. Viel zu viel Geschosse. Nur noch drei. Und kein Secret. Einfach hier lang gehen. Okay. Jetzt habe ich schon mal die Vendor-Mütze freigeschaltet. Da sag mir bloß nicht, da hätte ich auch einfach da oben lang gehen können.
Ja, ich stelle mich gerade ein bisschen an, ich weiß. Aber das ist auch heftig hier. Genau, hier hätte ich lang gehen können. So, weg mit den Bannern. Das Banner auch noch weg. Das macht, glaube ich, unverwundbar. So. Vendor-Münze. Gut, damit wäre der Teil da oben hoffentlich abgeschlossen. Ich habe jedenfalls keine Lust, nochmal da oben hin zu latschen. Auch wenn ich da oben Secrets gesehen habe, die ich nicht erreichen kann. So, lieber weg mit den Spawnern. So, und weg mit euch. So, noch einer von euch. Und Bogenschützen-Skelette. Wobei ich mittlerweile nicht sicher bin, ob das Skelette noch sind oder ob das irgendwelche Zombies sind. Auf jeden Fall sind sie immer noch garstig. Wie Sau. So. Euch loswerden. Lebenspunkte Dings einsacken. Wo lang jetzt? Ich würde mal sagen, erstmal den ausschalten. Und dann hier rum. Kommt, sterbt. Kurz heilen. Wir haben ja genug Mana. Wir haben richtig viel Mana, dadurch, dass ich alle Mana-Upgrades gekauft habe. So, und hier Geld einsacken. Da kommt gleich wieder so ein blöder Nekromant. Und eine Meute für einen Combo. Jawohl. Nein, Boss. Autsch. In den ich gerade voll reingetriggert bin. Au. Autsch. Ja, genau. Komm einfach hier hoch. Oder bleib in der Falle stehen. Genau, so machen wir das. Nein, so nicht. So wird das ewig dauern. Wow. Wieder ein Haufen Fledermäuse. So, weg mit dir. Damage Upgrade, Save Point, sehr gut. Boss weg. Anti-Mana-Banner. So, weg mit dem ganzen Zeug hier. Oh, ich bin ja noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Ich dachte, ich wäre schon tot. Genau. Portet er sich einfach wieder weg. So, ich hasse diese sich wegportenden Spastis. Na, hier sind wir auch noch nicht ganz fertig. So, einmal weg mit denen bitte. Und wieder so ein Stachelviech. Wow. Das war knapp. So, dann geht's wohl nur hier unten weiter. Einmal hier durch die Spawner durchheizen. Und ja, die Nekromanten weg bitte und ihre Blöden. So, Banner weg und ja, ich glaube, ich habe wirklich hier den Hard Mode getriggert.
Nur noch zwei Stück. Jawohl, so komme ich da raus, ohne getroffen zu werden. Ah, blöde. Blöde, bescheuerte Nekromanten hier. Eiskugelwerfer, Stachelding daneben. Warum nicht? So, hier bin ich einigermaßen geschützt, hoffe ich mal. Nein, vor dem Stachelding nicht. So. Weg mit dem Ding. Und weg mit dem Stachelding. Ich sollte mir merken, wenn so ein Stachelding in der Nähe ist, immer in Bewegung bleiben. Oh, Goldschlüssel. Goldschlüssel. So, Goldschlüssel wichtig. Und hey, ich bin einmal im Kreis. Sehr schön. Das heißt, das ist abgeschlossen, bis auf die Goldtür oben. Ja, sieht abgeschlossen aus. Jetzt hoch zur Goldtür. Erstmal ein Safe Point, da ich nicht weiß, wo der letzte war. Wow. Auf jeden Fall wieder sehr viel Scheiße hier drin. Ups. Da bin ich in die... Genau. Stacheln gebrummkreiselt. Das war nicht so im Sinne des Erfinders. Lieber einmal hier ordentlich durch. Am besten zweimal ordentlich durch. Und das Banner ausschalten. Ja, überall höre ich Magier und Zeug. Ich habe schon langsam keine Übersicht mehr, wo was ist. Scheiße. Das war direkt in die falsche Richtung ausgewichen. So. Jetzt will ich endlich mal die da oben loswerden. Komm her. Also ja, hier die Übersicht zu behalten ist mehr als nur schwierig. So, das war der letzte Nekromant hier hoffentlich. Ups. Und wieder tot. 36 Tode schon, also wir werden langsam immer besser mit unseren Toten. Ja. Und die Dinger hier sind so nett. Und, ja, komm, Nekromant, komm. Komm ruhig leer. Wow, da fliegt aber jetzt viel Zeug. Ja, komm. Komm noch etwas näher. Genau. Ja, komm. Genau, bleib da stehen. Da stehst du doch gut. Ups. Da waren wir wieder zu übermütig. Ja, genau. Vendor Coin, mehr Damage. Weg mit dem blöden Mana-Banner. Und weg damit. Mana-Banner weg. Kriegsbanner weg. Ihr könnt mal immer meinen, hier ist irgendwo was, aber ich...
finde beim besten Willen. Autsch, autsch, autsch. Nicht wirklich was. So. Only one more to go. Das eine wird wahrscheinlich da oben in der anderen Richtung noch weiter sein. Ist hier sonst noch was? Nein. Sieht leer aus. So, da ist ein Mana-Kristall, den ich gerne mal einsacke. So. Weg mit euch. Weg mit dir. Ja, und wir werden immer noch bombardiert von diesem blöden Typen, durch die wir nicht ordentlich durchdashen können. Uah. Jetzt hört es aber auf. Jetzt ist es aber langsam gut mit diesen blöden Eisschleudern. Und den ganzen Nekromanten. So. Na okay, das hier ist jetzt wieder lustig, ulkig. So, einmal hier durch bitte, durch die ganzen Spawner. Und durch die Spawner. So, es wird langsam weniger. Gucke ich dann erst doch auf der anderen Seite nach. Wo mir alle nur Ärger machen. Oder gucke ich schnitzelig mich erst hier durch. Hier bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. So. Tot, 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 tot. Tot den Fernkämpfern. Und zweites Zeichen aktiviert. Das war schon mal der richtige Weg. So. Ich schleppe schon die ganze Zeit den Silberschlüssel mit mir rum. Mal gucken, wo ich den brauche. So, weg mit dem Stachelwürger. So. Und hier durch. Spawner ausschalten. Hier geht's wieder zur 11 runter. Da will ich aber eigentlich noch gar nicht runter. Au. Autsch, autsch. Das war nicht die beste Idee. Und das war auch nicht die beste Idee von dir. Hilfe. So. Weg mit euch allen. Was ist hier? Hier ist nichts. Ah, da drüben ist aber die letzte, der letzte Schalter. Gut. So, Giftmagier weg. Anti-Mana-Banner weg. Wir sind schon wieder fast tot. Und werden von dem Stachelwürger noch angepisst. Sehr gut. Mehr Fun kann es ja nicht geben, oder? So, erstmal das Geld. Wow. Dann in Deckung gehen irgendwo. Ups. Ja. Wir sind schon wieder hier ganz unten. Das finde ich nicht so okay. Zumal es hier noch einen Save Point gibt, den wir einfach hinten aktivieren können. So.